Hat die keinen Zoom? Das ist also eine sehr typische Art, wie auch immer noch in der Slowakei gespielt wird. Allerdings mit dem großen Unterschied, dass das Fujara-Spiel eigentlich eine Kombination aus Gesang und Flötenspiel ist. Also der Hirte spielt sein Thema, seine Melodie, die immer mit so einer Fanfare beginnt, spielt dann die Melodie, stellt dann die Fujara ab und singt. Hey, Kamerati, moje! So in der Art. Das machen wir aber auch nicht so. Weil wir, wie gesagt, nicht Hirte spielen wollen, sondern Fujara. Und
Dann nimmt er wieder das Instrument und spielt wieder. Und dann setzt er wieder ab, der Hirte, und singt wieder und spielt wieder. Da Stimme und Fujara ganz gut zusammenpassen, versuchen wir eigentlich in einem zeitgenössischen Fujara-Spiel, nenne ich das mal, häufig auch gleichzeitig zu singen und zu spielen. Dabei kann dann sowas entstehen, was wir jetzt ausprobieren werden. Jetzt begleite ich den Klaus Renken, während er improvisiert, wie im Jazz. Ich spiele eine Begleitfigur mit Fujara, Flöten und Stimmen. Gerecht ist, glaube ich, ihr Mann. Wird manchmal, je nachdem, wie genau man jetzt Dinge, Phrasen, musikalische Ideen wiederholt, auch als Echospiel bezeichnet. Das demonstrieren wir jetzt. Thank you.
Kann man diese unterschiedlichen Spieltechniken und Sounds auch verbinden und alles gleichzeitig spielen. Davon gibt es dann auch beim Solo-Konzert mehr, vielleicht so in dieser Art. So ein bisschen wie ein Chirico. Bei den Solokonzerten gibt es auch in der Regel dann ein bisschen ein paar Fotosets, also Diasets, wo ich sage, dann ein paar ein bisschen Anschauungsmaterial. Ich erkläre dann auch noch ein bisschen, erzähle ein paar Geschichten aus der Slowakei, aber vor allem gibt es da die Möglichkeit, sich das auch ein bisschen mal anzuschauen, wie es denn dort in der Slowakei eigentlich so aussieht. Das wusste ich vorher gar nicht, obwohl die Slowakei in Europa liegt und ein wunderschönes Land ist. Wir spielen jetzt noch ein letztes Stück und ich hoffe, wir kommen vielleicht ins Gespräch oder wir sehen uns am 29. Mai oder vielleicht sogar zum Workshop. Ja.